Und ihr habt zwei verschiedene Paar Socken an, dann weiß ich Bescheid, Leute, Statement gesetzt. So, ich werde jetzt mal dem Emil schreiben, wann wir uns treffen wollen. Ich mache das übrigens nicht immer so, dass ich nur einfach eine Socke noch suchen muss, sondern meistens ist es so, dass direkt schwarz und weiß zusammen ist. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. Teil 2 meiner Mountainbike Enduro Ausrüstung. Ihr habt ja gesehen, dass wir ein paar Sachen neu haben, beziehungsweise ich ein paar Sachen neu habe, Helm, Trinkrucksack und so weiter, und das wollte ich natürlich noch unbedingt mit euch testen und euch auch dazu ein bisschen Feedback geben. Deswegen habe ich mir den Emil geschnappt und wir sind los auf ein paar Home Trails. Diese naturbelassenen Trails hier, das ist mir immer nicht ganz geheuer, Leute. Nach dem wunderschönen Uphill, den ich so liebe, und ein paar kleinen Versuchen, da mal ein bisschen zu hüpfen, haben wir dann auch die erste Abfahrt gemacht. Und das ist hier ein Trail, den habe ich schon ein paar Mal in Videos gehabt und bin den schon ein paar Mal gefahren. Aber es ist jetzt schon echt lange her, dass ich irgendwie mal Home Trails gefahren bin. Und das ist schon ein ganz, ganz anderes Feeling, als irgendwie in Parks zu fahren und so weiter. Boah, ey, es war so bei dem Baumstumpf, ne? Den bin ich noch nie gefahren. Ist den jetzt gefahren? Ja, aber ich war so halb committed, weißt du? Ja. Und dann, weil ich so halb committed war, war die Landung richtig scheiße und der Absprung auch. Aber egal. Nach der ersten Abfahrt haben wir uns dann auf den Weg gemacht, direkt wieder uphill und weitere Trails suchen. Wir hatten uns ein paar Strecken hier ausgesucht auf Trailforks, weil ich auch noch nicht alles hier entdeckt habe tatsächlich, und die wollten wir unbedingt mal ein bisschen erkunden. So Leute, wir sind jetzt hier hochgeradelt. Eine Abfahrt haben wir bisher nur gemacht, sonst sind wir eigentlich nur berghoch gefahren. Meine Beine sind natürlich schon wieder matt. Der Helm ist echt super, es ist gar kein Vergleich zu dem O'Neill Helm, und den Rucksack merke ich eigentlich gar nicht so richtig. Eben bei so der Abfahrt habe ich gemerkt, ich muss den noch ein bisschen fester schnüren, aber sonst alles super. Ja, wir fahren jetzt, wie heißt der? Wireway. Wireway. Ach ja, und ich habe einen Geheimtrick vom Emil bekommen. Es gibt so Samen hier im Wald. Die Pflanze sieht so aus. Ist die richtige Pflanze, ne? Ja. Und diese Samen kann man essen. Da ist so eine. Da. Aber nur die schwarzen, ne? Ja, also die, wenn sie schwarz sind, sind sie reif. Und die springen so auf. Okay. Ja. Der snackt sich die ganze Zeit hier diese Samen rein. Okay, ich habe leider nur Wasser mit heute. Nicht mal so ein Energy Gear Riegel. Aber okay. Fahren wir mal Wireway. Du Scheiße! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
viele Stöcke erwischt hier. Das ist halt Flow. Ja. Trailmäßig, ne? Laufen lassen. Nachdem wir dann diesen Wireway gefahren sind, der übrigens ja irgendwie dann doch viel kürzer war, als er irgendwie auf der Karte ausgesehen hat, wollten wir noch einmal auf jeden Fall hoch, um noch mindestens eine Abfahrt zu machen. Irgendwo habe ich mir allerdings wirklich hier einen Platten eingefahren. Also ich weiß gar nicht, wann das genau passiert ist, aber am nächsten Tag wollte ich eigentlich nach Olpe fahren und dann kam ich in den Keller rein und mein Fahrrad stand dort mit einem Platten. Wer es auf Instagram mitbekommen hat, ich habe tatsächlich immer noch nicht die Lösung gefunden, dass mein Rad nicht mehr eiert, aber naja. So, wir laufen gerade ein Stück Trail hoch. Bin ich schon 2-3 Mal hochgelaufen, aber nie runtergefahren. Bin immer dann die andere Seite gefahren, Lines, aber heute mal was Neues, fahren wir hier runter. Und dann sind wir da am Sportplatz sozusagen, wo ich mit Steve mal die Fabio Wippner Challenge gemacht habe. Ja, übrigens, uphill habe ich gerade an nah gegangen. Ein kleines Stück wird jetzt mal schieben. Und dann ging es ab auf die letzte Abfahrt. Übrigens, sorry für das kleine, ja, milchige Bild gerade. Die GoPro hatte dann doch irgendwie ein bisschen viel Schweiß abbekommen, was aus dem Helm runtergetropft ist. Aber ich dachte so, komm, die Abfahrt wollte ich euch trotzdem auf jeden Fall zeigen, auch wenn das Bild jetzt einfach nicht perfekt ist. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Übrigens glaube ich, dass ich mir auf dieser Abfahrt den Platten irgendwo eingefahren habe. Ihr hört gleich bei einem Downhill-Part auf jeden Fall ein heftiges Knallen und meine Vermutung ist, dass da irgendwie der Schlauch was abbekommen hat. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr zum Thema Schlauch oder Tubeless steht, weil ich habe immer noch nicht umgerüstet und ich habe mich mal mit Marc ausgetauscht und er sagt, hey, so, du musst einfach jetzt langsam mal auf Tubeless umrüsten, es wird irgendwie Zeit. Ja, da hat irgendwas richtig geknallt. War da eine Pfütze? Ich denke, irgendwas ist bei mir passiert. Nachdem ich dann aber überhaupt nichts feststellen konnte, sind wir weitergefahren zur allerletzten Abfahrt. Dass mich dann morgens früh halt der Platten erwartet, ja, das wusste ich bis dahin noch nicht. Ich dachte, eigentlich ist alles gut gegangen, aber irgendwie scheint dann der Schlauch so durchgeschlagen zu sein. Und es war tatsächlich ein ganz kleines Löchlein drin, sodass ich noch fahren konnte an dem Tag, aber am nächsten Morgen halt die Luft einfach raus war. Fahren. Das da? Ja. Wir fahren dann direkt durch nach unten, ne?
Leute. Ah, ich fahre zurück. Ja, also es war ein cooler Tag. Ein paar Trails fahren hat Bock gemacht. Der Helm, kein Vergleich zum O'Neill. Also echt positives Feedback. Könnt ihr mal abchecken. Wie immer alle Links zu meinen Equipment-Sachen immer in der Beschreibung. Wenn ihr da was sucht, könnt ihr euch das immer abchecken da unten. Und auch hier der Rucksack, super. Den kaum gemerkt beim Fahren. Gut festgeschnallt. Spürt man nicht. Wackelt nicht. Hat echt Bock gemacht. Ja, immer mal wieder was anderes halt. Trails fahren, ne? Bisschen was anderes als Parks auf jeden Fall. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht schon sowieso gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.